Steinbock, herzlich willkommen zu deiner Legung jetzt, eine Liebeslegung auf die etwas andere Art. Du, was du möchtest, die Schwierigkeit dabei und deine Überblicksenergie. Infobox durchlesen für weitere Informationen. Tarot auf meinem Kanal dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Berlin Witch, Milo Magic. Und wir beginnen direkt mit deiner Legung. Karten sind pre-geshuffelt auch. Ich mische sie jetzt noch einmal so ein bisschen mit dir, vor dir. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Was ist jetzt wichtig, relevant für dich zu sehen? Was möchte deine Seele jetzt erreichen? Was ist bereichernd für dich? Was ist jetzt bereichernd für dich? Was ist jetzt praktisch für dich? Okay. Oh. Okay. So, Steinbock, erstmal jetzt du. So, du. Danke, danke, danke. 9 Münzen. Schön, schön. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Deine Energie gefällt mir. Lass ein bisschen tiefer gehen. Okay. Wie sieht tiefer für dich aus? Was ist jetzt dein Fokus? Die Zeit. Die Zeit. Gleichgewicht, Balance in der Zeit. Das ist ein sehr, sehr schöner Überblick. Steinbock. Was auch immer du machst, für was auch immer du dich vor kurzem entschlossen hast, was auch immer du gerade durchlebst, das ist eine schöne Öffnung für dich, ein schöner Weg entsteht hier gerade, eine schöne neue Erfahrung, die auch auf dich zukommt und mit der Zeit eine sehr, sehr schöne Entwicklung und Tendenz, dich noch mehr zu bestärken in dem, was du gerade tust und machst. Bereichernde Erfahrungen, Gleichgewicht und auch so mit der Mäßigkeit. Wir schauen gleich, was die Klärung noch bedeutet. Okay, was willst du? Was willst du? Was will dein Herz? Was will dein Herz? Was will dein Herz? Uff. 5 Schwerter. Warum willst du das? Willst du das wirklich? Oh ja, und wie du das willst. Okay. Warum so dramatisch? 5, 5. Okay. Bitte. Du und jemand anderes, wie ihr beide alles gebt. Dein Mensch ist ein bisschen aus anderem Holz geschnitzt. Aber ihr versteht euch nichtsdestotrotz. Okay, was ist die Schwierigkeit dabei für Steinbock und Steinbocks Mensch? Für Steinbock und Steinbocks Mensch jetzt aktuell in der Liebe. Die Liebe. Aha. Zerkelche. Okay. Warum? Warum? Was ist die Schwierigkeit? Der Magier wollte, hat sich gerade kurz gezeigt. Was ist die Schwierigkeit in der Liebe? Oh. Der Blick nach innen vielleicht, das innere Gefühl. Oh, die Dinge, die nicht ausgesprochen sind. Sich auf die Dinge zu verlassen, die nicht ausgesprochen sind. Auf das Gefühl einfach zu verlassen und zu sehen, dass das Band richtig stark ist und dass der andere Mensch dich liebt, ohne dass der andere Mensch es wirklich sagen muss. Auch okay, so Bestätigung, ohne dass die Bestätigung da ist, dass du einfach die Bestätigung in dir fühlst, dass du auch selbst bist, dir selbst die Bestätigung zu geben. Okay, dass keine. Oh, und die Stärke, die Kraft. Okay, die Kraft für etwas. Vielleicht jemand, der sich nach, okay, nach der anderen Person sehnt, danach sehnt, dass die andere Seite sich noch mehr einbringt. Vielleicht auch Erwartungen an irgendetwas. Ich sehe deine Unabhängigkeit, okay. Du bist vielleicht auch gerade mehr oder weniger in so einem Kapitel alleine, unabhängig. Vielleicht wird auch deine Unabhängigkeit gerade neu getestet, wie weit du dich deinem eigenen Weg öffnest, wie weit du deinen eigenen Weg gehst, wie weit du der Zeit vertraust, wie weit du der heilenden Kraft in dir vertraust, auch so Selbstheilung für dich. Was du möchtest, dass hier zwei Seiten zusammenkommen und sich einbringen, damit neue Harmonie entsteht. Hier soll eine Wahrheit geteilt werden und es soll ausgesprochen werden. Hier soll etwas ausgesprochen werden, zwischen euch beiden wahrscheinlich auch. Die Schwierigkeit, jetzt wirklich sich auf das Gefühl in dir zu verlassen und auch Gefühle im anderen Menschen und vielleicht auch selbst die Initiative zu ergreifen, vielleicht das, was du von der anderen Seite erwartest, selbst zu machen. Oh, 5 Münzen. Okay, der Bruch.
Der Brechpunkt 555. Was du möchtest im Überblick ist jetzt wirklich, glaube ich, auch für dich neu aus deiner Unabhängigkeit. Ich sehe dich hier so, du bist fokussiert in dir selbst und sehnst dich vielleicht unbewusst oder auch bewusst nach mehr Aktion von der anderen Seite. Die Schwierigkeit dabei ist, die unausgesprochenen Dinge auch einfach so anzunehmen und zu sehen, dass vielleicht die andere Seite, keine Ahnung, was die andere Seite macht, kann ich jetzt nicht so gut sehen. Auf jeden Fall aber auch vielleicht, dass du etwas selbst in die Hand nimmst, auch mit der 5-Energie. Ganz, ganz, das ist viel Instabilität und auch viel, was jetzt so in der Veränderung für dich ist. Ganz viel Wechsel. Okay, wir fangen direkt an zu klären. Die 7 Schwerter, weil irgendjemand ist hier nach innen gekehrt, irgendjemand teilt gerade nicht alles und irgendjemand, also wahrscheinlich die andere Seite, vielleicht bist es aber auch du, weil du bist in 9 Münzen, Bube der Münzen, Prinzessin der Münzen, so in deinem eigenen Film und dann so die Öffnung, du bist in einer neuen Erfahrung, du bist auch bereit, du erfährst gerade etwas neu, vielleicht ist auch gerade alles aktuell im Leben ganz, ganz frisch für dich, ganz, ganz frisch und ungewohnt und mit der Zeit gewöhnst du dich gerade an etwas Neues und vielleicht möchtest du auch dass das hier zu einem Abschluss kommt. Was du willst, ist nämlich hier wirklich einfach neue Aktivität und Klarheit. Klarheit. Klarheit, die du dir vielleicht auch selbst nehmen darfst jetzt, selbst erschaffen darfst, mehr auf dich selbst verlassen. Okay. 5 im Split, damn. Und dann 6 Schwerter, 9 Schwerter, ganz viel Luftenergie. Luftenergie, 3 Schwerter, uff. Guck mal bitte. 9, 3 und 6 Schwerter. Bei den 5 Kelchen, in deinem Gefühl, so viele 5 für dich, also ganz, ganz, ganz großer Umbruch, ganz, ganz große Veränderung, viel Initiative, die du ergreifst, auf dein eigenes Gefühl vertrauen, nehmen und geben, dir nehmen, was dir gehört vielleicht auch, lernen einzufordern, was du möchtest richtig, auch auf einer anderen Ebene nochmal wirklich aus deinem Herzen heraus, deinem Herzen neu zu vertrauen. Okay, wir schauen mal, was es jetzt alles ist. Gut. An irgendetwas wird gearbeitet. 8 Münzen. So, Rad des Schicksals. Okay, für Steinbock. Was sind diese 5 Münzen für dich? 5 Münzen für dich. 5 Münzen für das Steinbock-Kollektiv jetzt. Was ist jetzt relevant, wichtig, bereichernd? Aus diesem Bruch, aus dieser Möglichkeit jetzt, für die Neuanordnung, ein Schritt, den du höchstwahrscheinlich gehen musst, darf, sollst, damit du hier selbst mehr in die Energie kommst, in die du wirklich willst. Weil was du hier möchtest, ist neue Aktivität und nicht mehr, glaube ich, dass du dich selbst irgendwie an irgendetwas hinderst. Vielleicht ist das auch etwas Einsehen für dich, in dieser Kombination etwas Einsehen. Das ist auch zusammen eigentlich schon 7 Schwerter, stimmt. Oh, dass du vielleicht auch neu ehrlich bist, dir selbst gegenüber, Zwillingsenergie. Okay, vielleicht, was die Beziehung wirklich ist, in der Liebe, mit der aktuellen Situation in deinem Leben, was auch immer gerade in deinem Leben für dich vorgeht, scheint sehr dramatisch zu sein, scheint sehr groß zu sein und scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Ich sehe hier direkt so mäßig die Lektion, die deine Seele gerade lernen will in deiner Lebenserfahrung und dann ganz viel so diese kleinen Abschnitte, wie bringst du dich ein, was erwartest du, was machst du selbst? Okay, die Liebenden, König der Münzen. Okay, für Steinbock, aus den 5 Münzen, was ist wichtig, relevant, bereichernd? Vielleicht hat auch irgendjemand einfach starke Zwilling-Placements. Königin der Schwerter, Luft kommt stark durch. Okay, Königin der Schwerter, wieder Zwillings, also es gibt mir gerade stark Zwillingsenergie. Okay, wie du denkst über die Situation, und dann auch, wie du dich mitteilst in der Situation. Wie weit du vielleicht bereit bist, mehr in diese Situation zu investieren mit dem Bube, mit der Prinzessin der Münzen. Wie weit du bereit bist, in die Situation zu... Okay, wo ist das Gefühl? Ich sehe die Base... Okay. Moment. 5 Münzen für Steinbock. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausgesprochen ist zwischen euch beiden, aber ich sehe, dass gerade eine Pause irgendwo herrscht. Es herrscht irgendwo eine Pause und solltest du gerade ein Mensch sein mit Steinbock-Placements oder generell Crossword to Reverse Energy as it applies, solltest du dich gerade in einer Situation wiederfinden, wo du neue Bewegungen möchtest, weil ich sehe hier gerade mit einem anderen Menschen eine Ruhephase, okay? Und diese Ruhephase ist für euch beide zu einem gewissen Zeitpunkt das Beste gewesen. Ihr habt das ausgemacht. Wahrscheinlich habt ihr auch irgendwie darüber geredet. Kann auch sein, dass es in einem Konflikt geendet ist. Also, dass es auch abrupt war. Und dass es so aus dem Nichts irgendwie geendet ist. Vielleicht war auch irgendwas unerwartet. Und diese Ruhephase
Solltest du neue Bewegungen wollen, sehe ich dich gerade hier aus deiner Unabhängigkeit, aus deiner Selbstständigkeit in diesem Modus, okay, dass du in diese Situation dich wieder dieser Situation öffnest, diesen Menschen mitteilst, aus dem Herzen heraus. Die Schwierigkeit ist jetzt wirklich, glaube ich, deine Herzenswahrheit, wirklich dein Gefühl mit diesem Menschen zu teilen und richtig über etwas zu reden. Und ich sehe, dass du, glaube ich, vielleicht auch Kraft gerade dafür sammelst, richtig dich bereit dafür zu machen. Okay. Also eine Ruhephase, eine Balance, die mit jemandem besteht, der Bruch von etwas, die Trennung von jemandem in einer starken Verbindung, muss nicht unbedingt eine Partnerschaft sein, kann auch einfach irgendwie, kann alles Mögliche eigentlich sein. Eine Dynamik von zwei Menschen, die zusammengekommen sind, die sehr, sehr vertraut miteinander sind, die tiefe Erfahrungen zusammen gemacht haben, die euch auch beide sehr, sehr stark geprägt haben. Und jetzt gerade seid ihr getrennt und du sehnst dich vielleicht nach Antworten von diesem Menschen oder einfach nach neuer Verbindung mit diesem Menschen, dass ihr auch vielleicht eine neue Balance schafft, einfach mehr, dass mehr Ruhe in eure Dynamik einkehrt. Okay, die 9 Münzen für dich. Was sind die 9 Münzen hier für dich? 9 Münzen für dich. Du bist fokussiert. Du bist fokussiert und... Du arbeitest an etwas. Ich sehe, dass dich viele Menschen auch gerade umgeben, oberflächlich, und ich glaube, du wünschst dir etwas Tieferes. Und vielleicht ist gerade es gab eine Person, mit der hast du dich tief sehr gut verstanden, und mit dieser Person besteht gerade kein Kontakt mehr, wegen was auch immer. Okay, 9 Münzen für Steinbock jetzt bitte. Rat des Schicksals. Vielleicht hat das Schicksal euch auch ein bisschen getrennt. Oder also so wirklich so ein großer Moment oder irgendwas, was so in die Quere gekommen ist. Irgendjemand, der selbst auch so das Schicksal in die Hand genommen hat. Vielleicht etwas, mit dem du nicht einverstanden warst. Etwas, was du erstmal nicht sehen wolltest oder andersrum. 9 Münzen. Ass der Stäbe. Jemand hat hier einem Impuls gefolgt. Jemand ist einem Impuls gefolgt, hat gespürt, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist für einen Neuanfang. Dass es auch wichtig ist, dass der jetzt geschieht. Oh, 5. Jetzt haben wir alle 5 hier. Und das hat, glaube ich, ein bisschen ausgelöst, dass du dann dich vielleicht auch alleine gefühlt hast. Mit den 9 Münzen kann es auch safe sein, dass du dich ein bisschen alleine gefühlt hast. Auch wenn es gerade oberflächlich eigentlich eine richtig gute Energie ist, so tiefer sehe ich, dass dein Herz sich nach Verbindung mit etwas, mit jemandem sehnt. Vielleicht auch mit dir selbst. In der liebenden Verbindung, 2 Kelche safe, kann das auch erstmal immer nur zurückkommen zu dir. Okay, der Page, die Prinzessin der Münzen. Was zeigt das hier für dich, Steinbock? 10 Stäbe. Okay. Die Sonne. Löwe-Energie. Vertrauensmissbrauch vielleicht auch. Der Hierophant. Bisschen in der Quere. Dein höheres Selbst, okay. Das gibt mir gerade stark so, wem vertraue ich jetzt? Wem kann ich vertrauen? Ich sehe, dass es hier eine Person gibt, der du viel zutraust. Und du hältst auch viel von diesem Menschen. Und ich glaube, dieser Mensch ist gerade ein bisschen distanziert von dir. Leichtigkeit. Mit Stärke etwas wieder, aber auch neu erschaffen. Bei den 10 Stäben ist es jetzt so ein bisschen die Frage mit dem Page der Münzen. Machst du es freiwillig oder ist es unfreiwillig? Versuchst du gerade etwas zu halten und auch wieder ein bisschen so mit der Sonne und dem Hierophanten, 10 Stäbe, Page der Münzen. Wie weit das, was du gerade machst, wie weit erfüllt dich das selbst wirklich? Dein höheres Selbst, wie es zu dir spricht und versucht vielleicht auch irgendwie einen neuen Flair einzuhauchen, aber ganz viel Druck, der noch besteht. Okay, was ist die Mäßigkeit hier? Oh, Mäßigkeit auf Mäßigkeit. Schütze-Energie 2-mal, okay. Mai ist vielleicht wichtig. Was ist noch vielleicht wichtig? Vielleicht ist November wichtig. Vielleicht ist jetzt Optimismus für dich wichtig. Leichte Heilung mit der Zeit Vertrauen vielleicht auch, nur mit dem Rad des Schicksals hier oben. Vielleicht auch Vertrauen darauf, dass das, was gerade passiert, zu deinem höchsten Wohl passiert. Sonne der Hierophant. Okay, auch so die Leitung. Eine neue Richtung, für die du dich entscheidest.
hier, 2 im Überblick, Ruhe, 2 hier, also 4, 6. Okay, oh, und die Königin der Stäbe. Ich sehe hier die Möglichkeit für dich so, und das Potenzial, dass du so eine neue Kraft auch in dir erwächst, dadurch, dass du in Aktion trittst und so und mit Leichtigkeit vielleicht auch etwas akzeptierst, 5 Schwerter und also Akzeptanz deinen eigenen Gedanken gegenüber und sehen, dass vielleicht in der Vergangenheit, wie etwas war, dass es auch so ein bisschen so, wie sagt man, so Self-Sabotage war. Also du, dass du es dir selbst ein bisschen irgendetwas, wo du vielleicht auch voreilig gehandelt hast, wo vielleicht zu stark aus Emotionen gehandelt wurde. 5, ja, vielleicht so eine Situation, wo zu schnell, zu stark aus Emotionen gehandelt wurde. Page der Münzen, mit viel Druck. Und vielleicht ist gerade irgendjemand auch in so einer Situation ein bisschen gefangen oder man fühlt sich gefangen. Und der Ausweg ist jetzt Akzeptanz mit der Zeit, in der Zeit, Vertrauen in das, was zusammen erlebt wurde, dass diese Veränderung wirklich notwendig ist zu deinem höchsten Wohl und dass hier wirklich viel Schönes auch daraus entstehen kann, sobald die Verbindung im Herzen für dich richtig auch angenommen wird und die Kommunikation mit diesem Menschen, das Mitteilen aus dem Herzen richtig heraus und sehen, was die eigentliche Absicht war von dem, was bisher so passiert ist oder so den tieferen Sinn in etwas sehen. Was sind diese 5 Schwerter für dich? 5 Schwerter jetzt für Steinbock, bitte, in dem, was Steinbock will. Steinbock, Balance. 6 doppelt, 6, 6, 6, 6, 6 in den Münzen. Gleichgewicht, 5 Schwerter. Ich sehe hier, dass du, okay, es gibt gerade so 2 Aspekte. Einmal ist das so, vielleicht denkst du, ich glaube, du denkst, dass jemand in deinem Leben mit dieser Person das Gleichgewicht zu halten, dass das richtig so ist, aber innerlich weißt du, dass es nicht richtig ist. Also du weißt, eigentlich muss sich die Beziehung zu diesem Menschen verändern, weil es nicht richtig mit deinem Herzen connected ist. Also hier wird nochmal bitte genauer in diese Richtung mit dieser Verbindung, die gehalten wird. Oder so, man denkt, man müsste eine Verbindung halten, aber muss man sie wirklich halten? Bitte mehr zu dieser Richtung, die ich gerade gefühlt habe. Sie scheint wichtig zu sein. Das scheint wichtig zu sein. Was scheint wichtig hieraus zu sein? Was scheint wichtig hieraus zu sein? Die Welt, der Mond. Was scheint wichtig hieraus zu sein? Was scheint wichtig zu sein aus dieser Verbindung, die du hältst, wo du nicht dein wahres Ich bist, wo du dich vielleicht nicht richtig zum Vorschein lässt, wo irgendetwas verstellt ist, was ist auch diese Sache mit dem Vertrauen, die vorhin ein bisschen so Missbrauch, Glückseligkeit, 9, eine noch, okay, 9, 6, 9, eine noch in diese Richtung bitte, was du willst, Erfüllung, deine sensible Seite teilen, okay, 4 Kelche, okay, 5 Schwerter, 6 Münzen, 9 Kelche, Prinzessin der Kelche. Vielleicht sehnst du dich auch danach, dass jemand, der dich in der Vergangenheit gesehen hat, wie niemand sonst und der bei dem eine Seite in dir zum Vorschein gekommen ist, so richtig dein sensibler Kern, wirklich dein Kern, den du vielleicht auch sonst mit niemandem wirklich geteilt hast. Und dieser Mensch ist gerade distanziert von dir. Und du sehnst dich vielleicht wieder nach der Verbindung mit diesem Menschen. Und es kommt jetzt stark darauf an zu sehen, was deine Bedürfnisse sind und wie weit du dich für deine Bedürfnisse einsetzt und einbringst. Das ist jetzt viel Energie. Nimm dir was, wonach du dich wirklich sehnst. Aus deinem Herzen diesen Menschen mitteilen. Du kannst daran auch nur gewinnen. Und diese andere Situation, die ich gerade ein bisschen gesehen habe, mit diesem, dass man etwas hält, obwohl das ist was anderes. Das kommt aus dieser Energie, wo du gerade immer noch ein bisschen investiert drin bist. Auf der Sonne, weil das ist ein bisschen auch so der leichtere Weg vielleicht, aber da ist viel Druck dahinter und das hemmt dich vielleicht auch ein bisschen, richtig in deine neue Power zu steppen und auch diese 9 Münzen und die 9 Kelche, Erfüllung für dich speziell in deiner Unabhängigkeit neu zu sehen, zu fühlen und zu verkörpern und zu sein.
dein sensibles Ich, was neu zum Vorschein kommen möchte, okay? Fünf Stäbe. Du möchtest, wer soll sich einbringen? Was für ein Konflikt soll hier gelöst werden? Was, der Kaiser, Herrscherenergie, Widderenergie. Das ist jetzt auch die Zeit, die nach Fische kommt. Also jetzt literally in nächste Woche, in ein paar Tagen. Nächste Woche, in ein paar Tagen, Widderenergie. Widder, der Herrscher, okay, ich sehe jetzt, okay, das ist viel. Du kannst auch die Seite sein, die etwas anfängt. Ich sehe nämlich, dass hier auch jemand sehr, sehr stur ist und ich glaube, dieser Mensch wird sich dir nicht öffnen. Waage umgedreht. Guck mal, jetzt haben wir hier Waage und Widder, genau diese Gegensätze. Ja, also wenn du etwas von diesem Menschen willst, dann musst du, glaube ich, den Schritt machen, weil ich sehe diesen Menschen nicht in der Position, dich dir zu öffnen gerade. Warum, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, noch eine bitte für das Gefühl, was ich gerade hatte. 7 Kelche, okay. Die Situation, in der du dich gerade befindest, ist richtig da für dich mit den Liebenden und den 7 Kelchen, damit du im Leben, glaube ich, neu mit den 9 Münzen hier, Page der Münzen, damit du richtig lernst und siehst, für was du dich entscheidest und was du wählst. Weil du hast im Leben immer die Wahl. Du hast immer die Wahl, auch wenn es dir nicht so vorkommt, als hättest du die Wahl. Auch wenn du dich vielleicht hier in irgendwas gefangen fühlst oder in irgendwas fühlst, als könntest du nicht ausbrechen oder als würdest du vielleicht jemanden enttäuschen oder du müsstest etwas mit Druck halten. Du müsstest die Oberfläche halten, du müsstest die Balance halten. Nein, hier geht es jetzt wirklich diese Situation, die gerade für dich ist im Leben, diese große Veränderung. Du fühlst in deinem Inneren die Instabilität, du möchtest die Liebe wieder neu. Hier ist jemand, nach dem du dich vielleicht sehnst oder auch nach dir selbst wieder das Gutfühlen, deine Wunscherfüllung. Diese Situation ist gerade da, damit du neu checkst, dass du immer die Wahl hast, dass, und dass du dich auch jetzt auch dafür entscheidest, was dein Herz möchte. Und das sehe ich auch in einer gelenkten Art. Also du hast jetzt einfach wirklich die Option zu wählen, in welche Richtung du dein Leben weiterhin gehst. Und ja, die Wahl liegt bei dir. Die Wahl liegt bei dir. Viel aus deiner Wurzel auch heraus. Und guck mal, das ist hier so viel neue Sicherheit fühlen, verkörpern. Deine Wahrheit wirklich aus dem Herzen mit anderen teilen. Rot, blau, grün. Aus deiner Sicherheit heraus, von deiner Base wirklich, deine Base neu checken, neu sehen, dass du dein eigener Mensch bist, deine eigene Base bist, dass du dich auf niemanden verlassen musst, der dir in der Vergangenheit vielleicht auch geschadet hat. Manchmal siehst du es nicht, wer das ist. Und dann hier Gleichgewicht, Balance, für die du dich entscheidest, weil du siehst, was das Richtige wirklich vom Herzen ist. Akzeptanz auch in der Zeit. Klar, es kann auch ein langer Prozess sein. Es kommt zurück auf deine Wahl so. 5-5-5 Energie, das ist nicht einfach, aber es ist notwendig. Was sind diese zwei Schwerter für Steinbock jetzt? Was ist wichtig aus der Zwei-Schwerter-Energie? 8 Stäbe Kommunikation, der Magier, der Hierophant wieder. Okay. Was ist wichtig aus dieser Zwei-Schwerter-Energie für Steinbock? Die Hohepriesterin. Mhm. Das ist jetzt auch Verbindung von Intelligenz und Intuition. Zwei Schwerter für Steinbock, Königin der Münzen, deine Power. Und du, guck mal hier. Du, okay. Das ist heavy. Das ist König der Stäbe, 5 Schwerter wieder hier, König der Stäbe. Deine Feuerenergie und deine Macht gerade abgewandt. Vielleicht möchtest du nicht sehen, was eigentlich wirklich gerade abgeht. In dir vielleicht auch dieser Konflikt, weil du nicht weißt, für welche Seite du dich entscheidest. Vielleicht ist ja auch noch mit dem Hierophanten die Energie, als müsste man irgendjemandem so loyal gegenüber sein. Wobei du, also die einzige Seite, der du Loyalität gegenüber zeigen solltest, ist dein eigenes Herz und du selbst. Also wieder ganz neu für dich entscheiden, 9 Kelche, 9 Münzen, für das, was dir wirklich gut tut und das, was dir wirklich auch Gleichgewicht und Harmonie bringt. Eine neue Richtung, für die du dich entscheidest, Königin der Stäbe, Königin der Münzen, aus deiner Mitte heraus, deine intuitiven Impulse richtig wahrnehmen. Ich sehe, jemand versucht hier mit dir zu kommunizieren. Jemand versucht hier mit dir zu kommunizieren für dein höchstes Wohl, dieser Mensch meint es eigentlich gut mit dir. Nicht mal eigentlich, dieser Mensch meint es gut für dir. Mit dir möchte nur das Beste für dich. Und dann hier sehen, welche Seite wirklich wahrhaftig ist, okay? Die Schwierigkeit hier wirklich, die Liebe zu sehen, da wo die Liebe ist. Okay. Wie du deine Kraft sammelst, die Welt, 3 Münzen, okay. Die zwei Kelche. Was sind diese zwei Kelche für Steinbock? Warum sehe ich hier Schwierigkeiten? König der Kelche.
Skorpion-Energie, maskuline Energie, Mitgefühl, Empathie, Zwei Kelche und König der Kelche. Zwei Kelche und König der Kelche sind Karten, die ich genieße zu sehen im Tarot. Ich möchte jetzt aber bitte noch eine deutlichere Richtung für diese Kombination hier in der Schwierigkeit auf die Linie mit den sechs Münzen. 5, auf den Bruch. 5, okay. Höchstwahrscheinlich auch was mit der Familie für dich. Die Liebe in der Familie, klare Richtung, der Sieg. Okay, du weißt innerlich... Oh Gott, meine Stimme ist gerade kurz gebrochen. Ich hatte gerade so einen Kick, wo gerade so Tränen durchgekommen wären. Okay, what's this about? Du weißt innerlich genau, um was es gerade für dich geht. Es gibt eine Seite in dir, die möchte das nicht sehen, okay? Und es gibt eine Seite, also hier, okay, mit den zwei Schwertern auch zwei verschiedene Seiten, die clashen und die zusammenkommen. Du weißt genau, was abgeht, aber vielleicht fällt es dir auch einfach schwer, das Ganze in Worte zu fassen. Ja. Ganz, ganz viel Gefühl, mit dem man vielleicht auch nichts anfangen kann. Enttäuschungen und auch so Abhängigkeiten. Stolz, der vielleicht im Weg steht. Ja. Und auch so vielleicht so, du bist der Sache viel näher, als du denkst. Du bist viel näher, als du denkst, an etwas dran. Ich sehe große Möglichkeiten für dich jetzt in den nächsten Monaten. Jetzt hier Ende März, Anfang April und dann direkt hier so Ende April, Anfang Mai. Das geht dann aber auch direkt drüber zum Juni, dass du vielleicht über die nächsten Monate wirklich checkst. Tiefer, nicht nur checkst, weil du hast es schon gecheckt, aber auch akzeptierst mit den zwei Schwertern hier, was du willst. Die Akzeptanz für dich selbst, was das ist. Und dass zwei große Teile in dir sich dafür entscheiden, das zu wählen, was dein Herz wirklich möchte und deine sensible Seite wieder mit jemandem teilen, wo vielleicht lange keine Kommunikation auch war. König der Kelche. Was bedeutet der König der Kelche hier? Drei Kelche, Wiederverbindung, genau das, die Schwierigkeit, dich wieder mit diesen Menschen zu verbinden. Okay, nochmal bitte genauer. Ass der Schwerter, die Wahrheit. Okay, die Schwierigkeit, Akzeptanz und Sehen, dass es in deiner Hand liegt, dass du es jetzt auch mit voller Kraft voranbringen kannst. Okay, aber es ist schwieriger. Vielleicht auch jemand, der hohe Erwartungen an dich hat. Jemand, der viel von dir hält. Und dir das deswegen zutraut. Eine Situation, in die du dich mehr oder weniger selbst gebracht hast. Weil dein höheres Ich, dein intuitiv weißt du, das ist auch das Richtige. Und jetzt kommt es auch ein bisschen darauf zurück, so die verschiedenen Ebenen, dass du wirklich so in deinem Daily Life merkst, okay, was das wirklich für eine Möglichkeit ist und was das alles für dich bedeutet. Die Stärke, warum ist dir die Stärke gezeigt? Was ist die Schwierigkeit in der Stärke? Die Kraft zu sammeln? Hoffnungen und Erwartungen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die Kraft auf die Kraft. Okay, ich sehe mit den Liebenden auch, ihr macht beide gerade einen ähnlichen Prozess durch. Und es kann sein, dass du dich nach Kommunikation von einem Menschen sehnst. Aber wenn ich mir die Karten so anschaue, natürlich, ich glaube, für manche Steinböcke ist es so, Hoffnungen und Erwartungen. Okay, vielleicht auch ist einfach der August wichtig. Kraft. Warte mal, noch eine bitte. Der Magier. Ich glaube, dass dieser Mensch nichts macht. Und ich glaube, dass deine Kraft, also wie ich vorhin schon gesagt habe, dass diese Situation gerade wirklich für dich da ist, damit du neu siehst, was für einen positiven Impact und Effekt das hat, wenn du dich vom Herzen einbringst und auch das Vertrauen vielleicht in dir neu erwächst und mit diesem Menschen auch neu siehst, dass du auch siehst, dass das Band, was du mit diesem Menschen hast, dass es so auf eine Art ewig ist. Ist nicht für alle ein Geliebter oder eine Geliebte. Es kann auch hier mit den fünf Münzen, kann es auch für viele Familie sein. Irgendein Familienmitglied. Auch das Vertrauen, was missbraucht wurde vielleicht. Und dann sehen, dass so die Antworten im Inneren sind
Und wenn du dich nach Antworten von jemandem sehnst, jetzt hier auch mit voller Kraft auf diesen Menschen, oh, vielleicht bist du auch in der Vergangenheit mit voller Kraft auf diesen Menschen losgegangen und das hat diesen Menschen vielleicht ein bisschen weggeschubst. Deswegen habe ich auch vorhin gesehen, dass falls etwas erwartet wird von jemand anderem, der ähnlich ist wie du, aber trotzdem anders, dass von diesen Menschen nichts kommt. Ich glaube, das ist wirklich gerade die Situation, in der du bist. Ich sehe diese zwei Wege. Entweder du entscheidest dich dazu, auf diesen Menschen zuzugehen, dich wirklich vom Herzen mitzuteilen, dein authentisches Du, was dein sensibles Ich, das dich wirklich zu öffnen, Verletzlichkeit zu zeigen diesen Menschen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie hier dieser Prozess ein bisschen beschleunigt werden kann zu deinem höchsten Wohl. Oder du entscheidest dich, die Distanz einfach zu halten und selbst irgendwie das zu machen oder halt nicht mit diesen Menschen in Kontakt zu sehen. Weil ich sehe, entweder du gehst so allein diesen Weg weiter oder du öffnest dich vom Herzen und dann gibt es diese Möglichkeit, dass noch irgendwas vielleicht geklärt wird oder dass du vielleicht auch die Balance, die gerade besteht und die Ruhe neu verstehst. Weil ich sehe, dass einer von euch beiden sieht, dass es gerade so am besten ist. Vielleicht seht ihr es auch beide, aber hier ist noch so ein Pol, der sich so ein bisschen danach sehnt, wieder in Verbindung zu treten. Vielleicht auch einfach sich so manchmal so fragt, okay, wie geht's dir? Was machst du? Geht's dir gut? Wie läuft's? Einfach so zu sehen, wie deine Sicht gerade auf die Dinge ist. Weil ihr, glaube ich, zuletzt sehr dramatisch verblieben seid. Drei Schwerter, ja. Okay. Oh. Okay. König der Münzen. Okay, ich ziehe dir jetzt noch Advice auf diese Situation. Also Tipps. Tipps auf diese Situation. Herrscherin-Energie, Ritter der Schwerter. Ich werde immer besser mischen. Yay. Der Narr, Herrscherin. Okay, für Steinbock jetzt Tipps. Tipps jetzt für Steinbock auf diese Situation. Okay, was sind Tipps jetzt für Steinbock auf diese Situation? Oh, Ritter der Münzen. Es geht jetzt auch darum zu sehen, also erstens dein Herz neu zu erkennen, zweitens zu erkennen, dass du so auf deinem Lebensweg gerade bist und dass dieser Weg hart und steinig ist und natürlich schwierig ist und dass du aber auch so, also es geht vielleicht auch ein bisschen um Stagnation und einfach die ganze Zeit weiterzumachen und auch aber das Tempo vielleicht zu verringern und auch zu sehen und neu daran zu glauben, dass du ans Ziel kommst und auch zu sehen, dass was auch immer passiert ist zwischen euch beiden, dass dieser Mensch es wirklich gut mit dir gemeint hat. Ritter der Münzenenergie ist auch einer meiner Lieblingsenergien im Tarot, weil das ist so jemand, der sehr aufrichtig ist und ein gutes Herz hat und so Dinge auch fertig bringt und zu Ende bringt und auch so das große Ganze sieht und auch weiß, dass Dinge, die halt einfach gute Dinge Zeit brauchen, wieder diese Komponente, dass sich jemand entschlossen von dir distanziert hat, glaube ich. Oder halt du Reverse Energy as it applies. Okay, Tipps jetzt noch für Steinbock. Guck mal, hier wieder die 8 Münzen und dann hier wieder die Königin der Schwerter. Also diese Wahrheit für dich, die in dir ist, 2 Schwerter. Die Wahrheit, du möchtest, dass die Wahrheit mit jemandem geteilt wird. Du möchtest vielleicht auch mit jemandem einfach wieder neu reden, daran arbeiten. Vielleicht, dass ihr neu zusammen Balance schaffen könnt. Und es kommt jetzt darauf an, dein erster Step ist, glaube ich, dich einfach zu entscheiden und deine ganzen Optionen zu sehen, die ganze Bandbreite deiner Optionen zu sehen und auch alle deine Optionen vielleicht erstmal in Erwägung zu ziehen, abzuwägen und dann dich für etwas zu entscheiden. Und dann noch mit Entschlossenheit und darauf zu vertrauen, dass deine Wahrheit ist und dass es okay ist, dass es richtig ist so, dass du darauf vertrauen kannst. Die Umstände, irgendetwas vielleicht auch noch mit den Umständen. Hier hatte ich auch schon was mit den Umständen. Vielleicht fühlen sich manche wirklich so in Umständen gefangen und sehen keinen Ausweg. Aber also ich sehe, dass du hier die Möglichkeit hast, dich dafür zu entscheiden. Ja, okay. 3 Schwerter, viel Schmerz, viel Herzschmerz. Königin der Münzen, deinen Wert neu erkennen, was du in die Hand nimmst, wem du vertraust. Okay. Ich glaube, das ist es erstmal für jetzt, für heute. Steinbock, danke für deine Aufmerksamkeit. Fühl dich umarmt. Check die Infobox ab. Ariel-Frequency, Age of Aquarius YouTube-Kanal. Und wir sehen uns dann, wenn du das nächste Mal einschaltest. Arjen vom Planeten Erde.